Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen in der Stadt München. Ich habe telefoniert, recherchiert, ich habe im Internet gesucht, im Handy gesucht, ich habe Leute gefragt. Spaß habe ich nicht. Ich habe einfach nur auf Google eingegeben, bester Rahmenladen in München. Und da wurde mir ein Laden vorgeschlagen, der wirklich eine überkrasse Bewertung hat. Zu der kommen wir später. Google sagt, das ist der beste Rahmenladen in München. Viel Spaß. Das Krasse ist, ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der wirklich Straßenbahn, S-Bahn fährt. Das ist wahrscheinlich jetzt das zweite Mal oder dritte Mal dieses Jahr, dass ich überhaupt Straßenbahn fahre. Aber heute habe ich mir gedacht, bei dem Wetter starten wir rein, fahren wir ein bisschen Straßenbahn, fahren wir ein bisschen so in die Stadt. Wir treffen uns gleich mit Emre, davor kurz zum Friseur und dann gibt es lecker Ramen. Auf jeden Fall das Restaurant Max Beef Noodles. 4,5 Sterne bei 1452 Bewertungen. In accordance to currently valid regulations. Karlsplatzstaus, Umstieg zur U4. Ach ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, auf jeden Fall, wir sind am Stachus. Wir gehen erstmal dort zum Friseur. Ganz schnell, kurz die Haare schneiden. Warum? Wir gehen extra so früh, da ist nicht viel los. Weil ich gehe immer zu dem gleichen Friseur und ich weiß, ab spätestens 13 Uhr wartest du 2 Stunden dort. Gibt es keine Termine? Gibt's nicht. Du gehst hin und du wartest. Müsste eigentlich jetzt voll viel Wasser sein, es ist voll warm heute, check ich nicht warum. Und dann hier das berühmte Tor, das jeder kennt, denke ich mal. Das Karlstor. Wenn mich nicht alles täuscht. Guten Morgen. Scheiß halt rein, Alter. Was geht? Ich wollte mich. Bitte schön. Pain au chocolat. Ah, this is pain au chocolat. So one order. I want the normal. Sorry, ich habe eine Frage. Bist du YouTuber? Ja, ja. Ist einer mit Hafermilch? Das ist mit Hafermilch, der linke. Der hier ist mit Hafermilch. Und der hier ist mit Hazelnut. Ja. Cheers. Kaffee. Habe ich natürlich ohne Haselnusspump bekommen. Bin ich sehr sauer gerade, aber egal. Flat White ist Flat White. Jetzt sind wir auf dem Weg zum... Man wird eh nichts hören, es ist so windig, Alter. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Friseur. Ho, ho, ho. Chef, guten Morgen. Was geht? Was geht? Selber? Passt. Ein paar Sekunden später. Töte einen einfach. Bruder. Auf jeden Fall, die Haare sind geschnitten. Wir warten jetzt noch ganz kurz auf Iso. Und dann wird gegessen. Hier. Sag doch mal. Max Beef's Noodles. Nee, Max Beef Noodles. Ich mache ein Taper Fade. Das heißt nur hier, dann hier ist kein Null, hier sind Haare, das ist die Frisur. Was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist er der beste Friseur in dem Laden. Die anderen sind auch alle sehr gut, kann ich auch empfehlen. Und ja, es ist einfach der Spot. Und man muss auch ehrlich sagen, Preis-Leistung. Du kriegst einen super Haarschnitt, es geht auch wirklich zügig. Und ich empfehle euch halt unter der Woche zu gehen, weil Samstag und Freitag, Katastrophe, musst du ewig warten. Ich würde aber gerne draußen sitzen. Egal. Nee, es geht schon. Jetzt kommt die drei Kameraleute her. Yes. Wie Leute seid ihr? Drei. Komm, hier vorne. Geh mal her. Es riecht schon gut, gell? Ja, es riecht schon echt geil. Boah. Okay, danke. Ciao. Der Geruch ist auf jeden Fall intensiv. Auf jeden Fall, was interessant ist, mit Lukas habe ich hier wirklich nur die traditionellen japanischen Ramen gegessen. So, die habe ich schon gefeiert. Heute sind es keine japanischen Ramen, sondern chinesische Ramen, hat zumindest gerade der Chef zu mir gemeint. Und ja,
Ich freue mich jetzt drauf. Schauen wir mal, was wir Leckeres kriegen. Iso war ein bisschen erkältet. Ich habe gesagt, Bruder, du brauchst eine schöne Suppe. Du brauchst was, um wieder fit zu werden, um Kraft zu kriegen. Und hier ist er. Das Gleiche. Bruder, ich bin gekommen, Nudeln zu essen. Jetzt muss ich einfach Referat schreiben. Kannst du noch Satz des Pythagoras? Ja. Bist du überhaupt gleich zur Schule gegangen, Bruder? Nein. Echt gar nicht? Doch, Mann. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ja, Bruder, sag mal den Satz des Pythagoras. Sag du. Bruder, das ist unfair, weil ich habe vor kurzem nochmal gesehen. Bro, das Problem ist, er arbeitet A² plus B² in der Schule. Ist C². Ich bin in der Schule, ich arbeite. Ah, stimmt. Wir werden auf jeden Fall einmal Max Beefs Nudeln nehmen. Oder Max Beef Nudeln. Hat der Kollege auch gerade gemeint. Das nehmen hier die Kennex und so. Dann nehmen wir einmal Maler Nudeln. Isos Schwester hat das empfohlen, sie sagt, sehr lecker, die sind scharf. Und Emre nimmt Chongqing-Nudeln, auch scharf, mit Hühnerfleisch. Ich und Iso nehmen Rind. Das Coole ist auch, du nimmst die Bestellung nicht mündlich auf oder er kommt die Kellner, sondern du hast so einen Zettel, da stehen alle Gerichte drauf, dann schreibst du es auf und gibst es. Einfach der Kellner kommt und holt es ab und dann wird es dir geliefert. Getränke und Essen. Das ist auch ziemlich nice gemacht. Du stehst mit dem Laden, dankeschön. Und du hast eine fette, offene Küche. Das liebe ich auch so an ausländischen Küchen. Die sind einfach transparent. Du siehst einfach alles vor deinen Augen. Schnell, das sieht so einfach aus, aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Die schmeckt für eine Schüssel, Digga. 21 oder 23. 23, nee, das ist dein. Man sieht Nudeln bei mir, man sieht das Beef, schön dünn gesliced und irgendein Pilz. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, starten wir uns. Mal los. Geil, Mann, geile Chef. Ja. Richtig geil, Geschmack zu kriegen. Emre, kann ich mit Stäbchen essen? Das Hühnchenfleisch. Ist das das Hühnchen? Ja, Mann. Das Hühnchen. Ist gut? Total. Ja, gut. Nee, Bruder, du musst schnell Nudeln, dann weich wie Spaghetti. Küss doch dein Herz, mein Bruder. Bruder, einfach hier, wie beim Italiener. So? Bruder, das ist Sinn, was du machst. Boah. Das ist so krass, man unterschätzt voll, die Brühe hat schon richtig kranken Geschmack, also richtig intensiv. Das ist schon nochmal mehr Power als Hühnerbrühe. Die Nudeln sind wichtig, die sind's jetzt. Aber wir probieren trotzdem, nein, wir probieren erst die Nudeln. Das ist geil, Bro. Kein Stress, kein Stress. Boah, das ist Beef. Ich weiß nicht, was für ein Stück Beef es ist, aber diese Fettadern dazwischen haben schön Geschmack, diese Brühe aufgenommen. Ich habe mich ein bisschen verliebt. Ich glaube, man kann hier öfters herkommen zum Essen. Wenn ich jetzt aber so das vergleiche mit japanischen Ramen, die wir gegessen haben bei Takumi und sowas, ist das nicht, würde ich nicht sagen, dass das genauso stark ist. Es ist anders, es ist ein bisschen wässriger, nicht so cremig. Die Nudeln, finde ich, könnten die Soße noch ein bisschen krasser aufnehmen, aber es ist übertrieben lecker. Ich liebe es jetzt schon. Zeig deine Saugkraft. Ich sauge wie ein Staubsauger von Dyson. Aber eins muss ich sagen, meins ist noch scharf. So, schieb mal rüber. Welche hast du? Mit Chicken und scharf einfach, Chicken. Gell? Aber die sind nicht scharf. Das ist nichts für Afrikaner. Schmeckt dir die besser? Fleisch ist geil, Mann. Ich hab dir gesagt, oder? Lass mal dein Gefühl. Das ist wirklich überhaupt Ramen.
Es gibt so eine, ich würde sagen, eine eigene Szene. Und wenn du einmal bei Ramen drin bist, du willst nie wieder raus, weil es ist einfach Next Level Suppe. Das hat einfach nochmal eine andere Power. Aber sind wir ehrlich, dieses Essen, okay, wenn du so erkältet bist, wünscht man sich einfach, oder? Das kann nicht besser sein. Wisst ihr eigentlich, dass das Einzige, was safe ist, T-Shirt, weiß, war ein Fehler. Großer Fehler. Boah, du hast scharf gefunden, Bruder. Boah, wie schwarz das ist, der Mann. Gib dir mal. Aber ich finde immer, man sollte so scharf essen, dass man das Essen noch schmeckt, weil irgendwann brennt die Zunge, dann schmeckst du nicht. Schön, ne? Schmeckt super, sehr lecker. Ist scharf? Die Nudeln sollst du nicht einatmen. Das ist keine, Dönerschärfe, das ist eine Trockenschärfe, die ist geil. Bruder, in Asien, du isst so, die Nudeln sind gut. Ja, aber ich glaube, bei dem Ramen, das ich in Düsseldorf gegessen habe, die Nudeln haben so die Soße aufgenommen, noch ein bisschen krasser. Hier hast du irgendwann nur noch Nudeln im Mund. Weil die Soße so dünn ist. Ja, genau. Und ganz unten, in dieser wunderschönen Brühe, ich muss auch sagen, die Brühe ist jetzt mit der Zeit noch ein bisschen besser sogar geworden. Ein bisschen cremiger, ein bisschen flavorvoller. Man sieht es hier auch. Das sieht schon auf jeden Fall juicy aus. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass unten das ganze Hühnerfleisch wartet. Ich habe den Hack rausgefunden, dass wenn du niesen musst und du nicht willst, weißt du, was du einfach machen musst? Nur Nase zu halten. Dann niest du nicht. Merk dir und probier es beim nächsten Mal aus, schick mir eine Sprachnachricht. Auf jeden Fall wollte ich euch gerade den Text vorlesen, der da steht. Ich blende den jetzt mal ein, ich kann mir das im Kopf nicht merken, ich bin zu. Auf jeden Fall irgendwas, 14 Gewürze, Rinderbein, 6 Stunden kochen. Bei niedriger Hitze. Es läuft. Wie ihr sehen könnt, Ramen ist Fast Food. Das heißt, du gehst rein, kriegst deine Suppe und ziehst weiter. Sitzt nicht lang, machst kein Faxen. Wasser wird noch leer getrunken, die Schlange steht schon an. Du zahlst dann nicht am Tisch, sondern du stehst auf, zahlst an der Kasse vor der Tür oder im Türrahmen so gesagt. Und Servus, weil da stehen immer Leute an. Das geht jetzt den ganzen Tag so. Den Teig, habt ihr gerade selber gesehen, bereiten die jedes Mal frisch vor. Mehr muss ich nicht sagen. Wie viel? 42, Bruder, Hans. 42, was rede ich noch? 42. Mach 46. Nein, Bruder. Kein Trinkgeld, nur Kultur. Danke, Bruder. Bei euch gibt es die Kultur, gell? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke, Bro, gell? Danke, Bro. Sehr lecker war es, sehr lecker. Wo kommt ihr? Aus München. Ach, aus München? Ja, ja. Tschüssi, bye, bye. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke. Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Viel Spaß euch auch. Danke. Weißt du, was geil ist? Hä? Du bist nach so einer Suppe nicht so voll, so ja, schwer im Magen. Der Tag hat kein Ende, gell? Du kannst noch weiterziehen. Lass jetzt Döner essen einfach, damit wir. Also, ich weiß die Adresse nicht. Ich weiß auch die Adresse. Welche Straße sind wir hier? Ganz München riecht nach Baccarat Rouge. Es reicht, Leute. Das Parfüm, oder? Tragen das alle, gell? Ich rieche das auch die ganze Zeit. Adressen und sowas steht alles unten. Ihr habt es gesehen, das ging schnell. Zackig, zackig, zackig. Essen, weitergehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace. Jim, Bel Jim, ey, Christian Dior.